Ja, fahr doch, Mann! Erste Frage direkt raus sind. Ja. Wie lange seid ihr Fortuna-Fans? Ich glaube, ich war schon im Stadion bei Jan Mattsson. Mein Vater schon in genommen. Da war ich 5 oder 6, aber ich musste immer sagen, dass ich noch 5 wäre, weil da kam man doch umsonst rein. Dann kann man loslegen. Ja. Frage 1. Vollende diesen Fangesang. Die Fortuna ist mein Feind. Mein Herz erschlägt für das Rhein. Frage 2. Wann gewann Fortuna Düsseldorf den DFB-Pokal? 79. Bravo. Super. Frage 3. Andreas Lamberts ist eine Fortuna-Ikone. In welchem Jahr war er erstmals für die erste Mannschaft des Vereins tätig? Das ist eine schwierige Frage. Ja, auf jeden Fall lange. Ja. Wie alt ist er denn jetzt? Müsste er jetzt noch 34. Der war das erste Spiel, war, glaube ich, da ist er noch aufgestiegen mit oder der Saison. Da haben wir noch einen Finger Bursch gespielt. Und das ist schwierig. Ja. Dann haben wir 2-3. Also die Antwort danach, ich weiß jetzt nicht, ob da 3 war. Also A oder B? Dann B. Die Antwort lautet B, 2003. Frage 4. Welcher Spieler hat die meisten Bundesliga-Einsätze für Fortuna Düsseldorf absolviert? Also von meinen Gefühlen würde ich Gerd Zewe nehmen. Die Antwort lautet A. Gerd Zewe mit 440 Bundesliga-Einsätzen. Auf dem Kürbis haben wir mit getrunken, ja. Ja, genau. So, jetzt kommt mal. Letzte Frage. Frage 5. Welcher aktive oder ehemalige Offizielle der Fortuna hat die Mitgliedsnummer 1895 beim Supporters Club Düsseldorf? A. Uwe Klein, B. Alex Spengler, C. Bernd Restle, D. Paul Jäger. Also ich weiß es nicht. Ich meine aber der Spengler, bin mir aber nicht sicher. Weil das war am meisten mit denen im Gespräch, mit allen drum und dran. Sagen wir mal. Alex? Sagen wir. Die Antwort lautet B. Alex Spengler. Bravo, Jungs! Bravo! Alle 5 Fragen beantwortet. Vielen Dank. Glückwunsch. Danke. Warte, erstmal Preis. Es ist